Hallo und willkommen zu Mabacher Schau-TV. Das ist eine neue Idee von mir. Ich möchte unter diesem Schlagwort oder diesem Namen meine Gedanken zum Kinofilmen, Serien oder anderen Formaten, wie zum Beispiel auch Werbung, die in TV läuft, mit euch teilen. Die erste Folge habe ich noch unter Vlog veröffentlicht, und zwar der Vlog Nummer 54, war meine Film-Review zu dem Hateful Eight. Ist immer noch eine heiße Empfehlung. Schaut ihn euch an. Geht ins Kino, weil das ist ein bildgewaltiges Epos. Und den muss man im Kino gesehen haben. Mein Link zur Review findet ihr da oben. Da ist irgendwo so ein Infopunkt, der taucht auf im Eck. Da kommt ihr direkt zu meinem 54er Vlog. Und ja, gehen wir los mit dem heutigen Video. Mabacher TV. Diesmal möchte ich über den Film Retter sprechen. Ist ein 2015er Film und gedreht hat ihn, muss ich auf meinem Schummelzettel schauen, Brandon Kramer, und die Hauptdarstellerin ist Ashley Benson. Sie spielt derzeit eine Hauptrolle in Pretty Little Liars, US-amerikanische TV-Show. Ich persönlich schaue sie nicht, aber es ist so ein ABC-Ding. Und es ist eine Mystery-Thriller-Serie. Ist aber sehr erfolgreich, wie mir scheint. Es ist unnötig zu erwähnen, dass Miss Benson super heiß ist. Was natürlich sehr gut ist, weil man dann gerne hinschaut. Und genau darum geht es eigentlich auch bei Retter. Die Ashley Benson spielt eine junge Studentin, die vom Land in Amerika nach New York kommt. Sie muss eine sehr wohlhabende Familie haben, denn das Apartment, das sie besitzt, ist Hammer. Bei diesen Immobilienpreisen kann sich das kein normaler Mensch leisten. Egal, sie ist seit einem Monat in New York und sie bekommt einen Stalker. Einen wirklichen Badass-Stalker. Der läuft ihr nicht nach, nein, der hackt ihr nach. Er schaut sich alles an und hört sich alles an, was sie macht. Und wie macht er das? Indem er das Handy benutzt. Wir alle wissen ja, die Teile haben vorne und hinten eine Kamera. Dasselbe gilt für Tablets und Laptops. Die haben vorne eine Kamera und sie können Ton aufnehmen. Deswegen können wir auch jetzt alle ohne Kopfhörer Skype telefonieren und so Zeug. Ist super praktisch, genial, aber man sollte auch immer sich bewusst sein, was für Gefahren damit einhergehen. Denn darum geht's in Retter. Dieser Stalker hackt sich in alles rein, was ihr gehört. Um euch einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was das heißt, habe ich hier ein paar Screenshots, die ich mit euch gern teilen möchte. Die sind aus dem Film, und zwar, der erste ist ein Blick aus ihrer Handtasche. Das heißt, ihr Handy liegt im Café am Tisch in ihrer Handtasche. Er schaltet die Kamera ein und hört mit, was sie und ihre Freunde da so reden. Im nächsten Bild sieht man das Handy am Tisch liegen und es filmt mit, wie sie im Wohnzimmer mit einer Freundin sitzt. Alle Szenen, die ich selbst erlebe, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Man legt das Handy einfach beiseite und denkt nicht mehr nach drüber. Das weitere Bild ist ihr Laptop. Sie ist gerade zu Besuch bei ihrem Freund und sie studieren gemeinsam. Sie hat ihren Laptop stehen gelassen und geht gerade raus und ihr Freund quatscht mit seinen Mitbewohnern. Der Hacker sieht dazu und hört zu, was die beiden Burschen sagen. Das nächste Bild ist sie im Bett und das Handy auf dem Nachtkastel, während es auflegt. Man sieht das im Film mehrere Male, sie hat es immer an derselben Stelle, mache ich genauso und macht ihr wahrscheinlich genauso. Ich nehme an, sie stellt ihr Handy in eine Docking Station, als es aufrecht steht. Und da steht es immer, jeden Tag. Und der Typ kann dann die ganze Nacht über ihr zuschauen, während sie schläft. Man sieht im Film auch zum Beispiel, und das kennt ihr sicherlich auch aus eurem eigenen Gebrauch, der Laptop ist die Musikquelle. Während sie duschen geht, nimmt sie den Laptop mit, stellt ihn ins Badezimmer, damit sie Musik während dem Duschen hat. Er schaut zu. Ist ziemlich spooky und extrem scary, weil es nicht so mega fiktional ist wie ein Alien, der auf die Welt kommt und alle zusammenfrisst oder Zombies, die rumlaufen. Nein, dieses Hacken ist möglich. Ich will jetzt keinen damit irgendwie Angst machen oder irgendwie paranoid klingen. Ich möchte einfach nur damit sagen, dass wir uns alle wieder mal darüber Gedanken machen sollten, was wir da für Teile mithaben, wozu die fähig sind, und wenn du das nächste Mal das Handy aufs Klo mitnimmst, überleg dir zweimal, ob du das machst. Das will ich damit sagen. Und ja, und ich will jetzt den Film empfehlen. Er ist mega genial. Und wenn der Film euch gefällt, würde ich euch auch die Serie Black Mirror empfehlen. Die wird euch den Kopf zerplatzen lassen, weil sie einfach nur genial ist. Black Mirror, ich werde es euch unten verlinken. Das war's.
Soweit, gebt Acht, wenn ihr eure Gadgets verwendet, schaut euch den Film Red War an, sagt mir, ob er euch gefallen hat, ob ihr ihn kennt oder ob ihr Filme kennt, die mit dem Thema ähnlich umgehen, würde mich interessieren. Genau, und wie der Film ausgeht, verrate ich euch nicht, aber schaut es euch an. Das war's, schönes Wochenende. Ihr wisst, wenn ihr Filme schauen wollt, das Wochenende, jetzt, was ihr schauen könnt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nicht vergessen, Montag ist Montag, wird gesagt. Bis dahin, ciao.